Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Recycling, dem Müllabfuhr-Simulator. Und ich habe jetzt offscreen, wie versprochen, versucht ein System auszudenken. Und so sieht das System aus. Ich hoffe, es ist logisch irgendwie irgendwo, wenn ich ehrlich bin, denn ich bin mir nicht ganz so sicher. Und zwar holen wir am Montag überall Restmüll ab. Am Dienstag überall Plastik, am Mittwoch überall Papier. Am Donnerstag wieder Restmüll, Freitag wieder Plastik, Samstag wieder Papier. Sonntag Restmüll und zweimal Bio, denn ich brauche für Bio diese Biofahrzeuge. Und da kann ich mir momentan nur zwei Stück davon leisten. So, ich hoffe, das klappt jetzt so irgendwie, wie ich mir das vorstelle. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir switchen in den nächsten Tag, denn heute ist Freitag und wir gucken mal auf unsere Linien hier. Man könnte jetzt eigentlich schon fast wieder sagen, Restmüll wird Ding 37. 100% an der Schnellerstraße müssten abgeholt werden, am Gemeindepark müsste auch wiederum Restmüll abgeholt werden. Aber da heute ja nur Freitag ist, gucken wir nochmal kurz rein. Heute am Freitag wird nur Plastik abgeholt. Restmüll ist erst wieder am Sonntag. So, und Plastik, die Plastikvorkommen sind hier minimal, das heißt, wir switchen in den nächsten Tag. Denn heute ist Samstag und am Samstag wird nur Papier abgeholt. Gucken wir mal, wie die Papiervorschriften hier sind. 36, 41, 35, 23, 26, 36, 45. Hier haben wir nur teilweise das Problem, dass die Container zu 100% mit Restmüll voll sind. Da kann man jetzt auch nichts machen. So. Zack, switchen den nächsten Tag, heute zum Sonntag. Und am Sonntag geht es dann dementsprechend auch schon los. Und leider Gottes, also was mehr oder weniger nämlich eingeplant, müssen wir jetzt auch die Biofahrzeuge holen. Hat er ja wenigstens gedacht, es kommt überhaupt noch. Kann er die letzten zwei Tage irgendwas machen, aber nö. Und wir brauchen von den Biofahrzeugen nämlich, wie gesagt, auch zwei. So, denn Biomüll ist heute an folgenden Routen dran. Einmal am schattigen Plätzchen und einmal am Gemeindepark. Wir können natürlich eine Route gerne mitfahren, obwohl es sind 14 Container, wie gesagt, das darf man nicht vergessen. Aber wir können natürlich, guck gerade mal an, das ist im Endeffekt der, ja, das ist der, ups. Das war jetzt nicht so geplant. Scheiße. Ach, du Heimatland. Ja gut. Shit happens. Wir haben den Sonntag verschlafen. Und heute ist Montag und heute ist überall Restmüllzeit. Und damit würde ich jetzt sagen, schicken wir die Fahrzeuge los. Der Restmüll dann zur Standweinstraße, Autopilot, let's go. Grünland zur Verbrennungsanlage, zur Steinbruch, let's go. Schattiges Plätzchen, Verbrennungsanlage, let's go. Firma Management, Verbrennungsanlage, let's go. Machst mal hier alles, du hast 0 für 0k Abfall gekriegt. Das ist dann wo unser Bester hier. Ja, wir können ja jetzt Biomüll können wir im Endeffekt nicht fahren. Das heißt, wir können eh nur zugucken. Also wir ziehen das Personal gerade mal davon ab. Und holen uns halt das Geld wieder. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen Schiete, gebe ich ehrlich zu, aber gut, was will man machen? Kriegen wir schon alles hin, würde ich mal sagen. So, die Geburite, 800 für 10.000 Abfall, ist in Ordnung. Dazu und rein damit ins Fahrzeug. Wir machen die schnelle Straße, begegnen wir hier.
Weil das ist meines Erachtens nach die Routenlizenz für da oben. Grünland Firmenmanagement schneller Straße, genau. Hat wie viele Tonnen? 8 Tonnen. Können wir machen. Fahrzeuggarage, Dings fahren, let's go. Oh, die gehen uns hier alle nichts an. Ob das jetzt nur unbedingt Verkehrsgeschehen war, möchte ich stark zu bezweifeln, weil eigentlich darf ich das ja. Lange Straße. Wunder, die nächste links rein, dann an den Zipfel wieder hoch. Wollen wir es gerade selber ja auch schon mal gucken. Wo er mich jetzt haben will, oder will mich meines Erachtens nach hier haben. Oder? Wo will der mich haben? Straße. Ne, der will mich da ohne haben, der will mich. An sich. Hier bei den zwei durchgestrichenen Dingern und da oben rechts rein und da drüben oder okay. Ab dort so auf Deutsch, okay. Eins deiner Fahrzeuge ist zurückgekehrt, ich denke mal, das war der Tonnengriff-Design. So, auf zur nächsten Tonne hier. Genau, die Straße soll er dann eigentlich hochgehen. Also die Straße geht es dann hier hinten hoch. So, 500 für 800, Quatsch, 800 Kilo für 800, 500 für 800 Kilo gekriegt. Ah ja, Mann, verdammt. So. Dann kann er erstmal wieder auftreten. Seine Straße scheint ja trotz allem noch nicht so ganz zu funken. So, halt. Die nehmen wir uns. Rein damit. Ja, bitte dein Job. So, währenddessen kann er dann wieder hier runter. Bitte einmal zum Müllauto schaffen, du weißt ja mittlerweile wie es geht. Hoffe ich einfach mal. Wir müssen dann hier vorne
auch wieder herunter. Ich guck grad mal, sind schon wieder Fahrzeuge abgestellt. Autopilot abgestellt. Denn der Gemeindepark müsste noch gemacht werden. Mal bitte das noch machen. Autopilot. Dankeschön. Nicht, dass man den Gemeindepark noch vergisst, das wäre ja nun nicht so groovy. Ja, Biomüll werden wir halt die Probleme haben. Gehe ich jetzt mal, was ist die Probleme? Eigentlich gibt es ja, es gibt ja nicht mal eine, nennen wir es mal eine Strafe dafür, wenn ich die Mülltonne nicht ausleere. Die sind halt zu 100% voll und fertig aus. Ja, ich sehe auch schon die Containerplätze, die werden nur gebucht, sondersgleichen. Nicht. Der, du nimmst die und du nimmst die. Sehr schön, sogar richtig geklickt. Auch wenn sich dieser Autofahrer jetzt hier schon wieder belästigt fühlt und ja nicht überholt. Eins deiner Fahrzeuge ist wieder zurückgekehrt, sehr schön. Wir hier schon mal zurück. Das dürften jetzt erstmal alle wieder irgendwie stehen, oder? Ich fahre noch. Ah ne, warte mal. Der Gemeindepark fährt noch, aber ansonsten ist alles klassisch. Dann ist dann morgen Plastik überall dran. Gut, das war dann auch dementsprechend Zeit. Dann einmal wegschaffen und einmal du ran. So, da muss ich gerade mal gucken, weil mir wird ja eine Tonne irgendwo im Innenhof angezeigt. Ach du Heimatland. Und dann noch eine irgendwo da vorne. Dann noch eine irgendwie komplett da drüben. Da müssen wir da nochmal schnell rückwärts hindudeln. Und dann hätten wir es aber eigentlich schon. Dann springen wir hinten drauf hier. Okay, dankeschön. Genau, einmal kurz im Kreis drehen, macht man immer wieder. Den Müll muss es ja auch Spaß machen, gefahren zu werden. Ist mir klar, dass das nicht leer ist. Es ist auch schon wieder 16 Uhr, die Uhr geht auch nicht weiter wie 16 Uhr.
So, dann auf zur letzten Tonne hier. Ah ja, kommt die Kollegen wieder gefahren, wie gesagt, ihr Fahrerhaus, das haben sie halt liegen lassen. Man weiß es nicht so genau. Gott, ey. Manchmal ist das richtig schlecht. Das muss man leider Gottes so sagen. Manchmal ist das so richtig schlecht. Okay, komm, steig hinten drauf. Dann ist ja nicht so, die KI-Fahrzeuge fahren ja hier rein, also sprich, sie müssten ja eigentlich auch wieder da sein, sind sie aber nicht, weil die kruseln dann noch irgendwo anders Kurzzeit rum und erst dann sind sie wieder da. Aber gut, meine Freunde, damit möchte ich euch nicht belasten, wir sind erstmal wieder fertig für diesen Part, ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten dann wieder, bis dann, haut rein, tschüss!